Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Double Agent. Wir sind in der letzten Folge hinter dem Wächter nach oben geklettert und dringen jetzt genau in das Fabrikgebäude des Kraftwerks ein. Und versuchen so gut wie möglich alles hinzukriegen. Moment. Der Weg vor uns dürfte frei sein. Ich sehe mal nach. Ich wiederhole, du gibst Fischer Deckung, Position halten. John! John, antworte! Sam springt durch den Lüftungsschacht, bevor er sich schließt. Was machen wir mit John? Wir können nur hoffen, dass er dich nicht verrät. Ob wir John noch retten können oder helfen können, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall treffen wir erstmal ein paar Vorbereitungen, da ich nicht unvorbereitet in das Kraftwerk reingehen möchte. Da ist John. Da war John. Lass die Leiche hier und macht weiter wie geplant. Evakuierung in 15 Minuten. Er hat dich gehalten. Aber er starb. Das hätten wir vermeiden können. Wir müssen doch noch mal die Pistole nehmen und ein Licht deaktivieren. In Position. Lambert, ich sehe eine Rakete. Sie ist scharf und abschussbereit. Technischer Dienst? Ich hab dich auf dem Bildschirm. Oje. Du hast nicht genügend Zeit, um die Rakete zu entschärfen. Ich habe keine Wahl. Die gute Nachricht ist, dass wir die Startkontrolle sabotieren können. Aber wir haben Alarm ausgelöst. Ja, danke. Und sind gestorben. Wir starten nochmal beim letzten Fortschritt. Verdammt nochmal. So sollte das natürlich nicht laufen. Das ist natürlich kein Blind Run. Ich habe das Spiel schon mehrfach gespielt. Aber ich schneide jetzt nichts raus. Ihr könnt euch das ruhig angucken, wie ich einmal drauf gehe. Lasst die Leiche hier und macht weiter wie geplant. Evakuierung in 15 Minuten. Er hat dich gehalten. Aber er starb. Das hätten wir vermeiden können. Abschluss in 7 Minuten. Countdown bestätigt. Hier ist alles okay. Wir machen es einfach so. Und jetzt gleich das nächste Licht raus. Ich sehe eine Rakete. Sie ist scharf und abschussbereit. Genau so. Ich hab dich auf dem Bildschirm. Oje. Du hast nicht genügend Zeit, um die Rakete zu entschärfen. Wir haben keine Wahl. Die gute Nachricht ist, dass wir die Startkontrolle sabotieren können. Aber sobald du das System störst, geht die Rakete auf der Rampe hoch. Wie lange noch? Zum Verschwinden? Maximal 60 Sekunden. Okay. Zuerst musst du die Zugriffsklappe der Rakete öffnen. Der manuelle Abschussschalter dürfte sich direkt unter dieser Klappe an der Waffe befinden. Okay, der hört nicht, also werden wir ihn wohl rausholen müssen. 6 Minuten bis zum Start. Komm her, lass dich von mir holen. Sam, die Rakete wird hunderte von Menschen töten, beeil dich! Und zack! Schnell weg hier. Ja, vielleicht sollten wir auch noch nach unten gehen. Jetzt hack dich in den Startcomputer der Rakete und störe den Abschussmechanismus. Danach haust du sofort ab. Exakte Mondo. 5 Minuten bis zum Start. Da haben wir eine Zeit stehen.
Da. 62 noch. Da. Und die 66. Und jetzt weg hier. Und jetzt warten wir auf das Flugzeug. Da die PS2-Variante vorher, da steht das Flugzeug auf dem Boden, da wollen wir jetzt reinklettern. Seht euch das mal an, das fliegt ja hier in der Luft. In der Sequenz wird es am Boden stehen, aber ihr werdet es gleich merken. Sam. Lambert, was soll der Mist? Hab's ihm erzählt, als ich ihn aus Island abgezogen hab. Ist ihm nicht willkommen. Tja, nachdem man sein eigen Fleisch und Blut verloren hat, ist man nicht mehr derselbe. Was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Es war knapp, aber Sam kam gerade noch mal mit dem Leben davon. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, nahm er den gefährlichsten Auftrag seines Lebens an. Und zwischen all den anderen verzweifelten Gestalten im Gefängnis fiel er nicht einmal auf. In Ellsworth gab es keine Sonderbehandlung. Sam war nur einer von vielen. Es war kein Zuckerschlecken für ihn, so viel steht fest. Es fiel ihm nicht schwer, wie ein Häufchen Elend zu wirken, seit Sarah seine Tochter getötet wurde. Er sank so tief, wie ein Mann nur sinken konnte. War das etwa alles? Na komm schon! Schrecklich mit anzusehen, wie ein Mensch so stark abbaut. Insgeheim hoffte ich, dass diese Mission ihm wieder auf die Beine helfen würde. Wir brauchten ihn. Er war der Beste für diesen Job. Ellsworth. Ein seltsamer Ort, um das Leben eines Mannes zu retten. Genau so sieht's aus. Sammy ist also im Knast und wir schauen uns nochmal schnell die Bewertung an, was wir bekommen haben. 100%! Okay, hier wird es das nächste Mal weitergehen. See you later, Leute!